Ja, hallo, willkommen zurück zu Medieval 2 Total War. Unser großartiges spanisches Königreich ist schon fleißig am Wachsen hier. Ja, mein Ich Freund. werde jetzt gerade mal gucken, was kriege ich hier. Kriege ich 11 Gulden, das heißt, es ist mehr, als ich da kriegen würde. Allah sei gepriesen. Ja, Allah sei gepriesen, aber Befehle? bitte nicht zu viel, weil ansonsten kriege ich da Marschiert! Unruhe und das wollen wir ja nicht, Was ne? wünscht ihr? Edler Herr? Ja, wir streben jetzt hier langsam mal an, dass wir die Wir Mauren marschieren! Mein angreifen Herr, und lasse unser die Truppen hier schönes marschieren. Spanien hier von Wer den Kollegen bezahlt mir einen befreien. Befehl? Befehle? Zwecks dessen lasse ich jetzt auch schon mal die Armee hier runter marschieren und Heute gucken, dass können wir wir nicht den weiter Kollegen, marschieren. der dort sich positioniert hat, abfangen im Bedarfsfall. Edler Herr, Mit dem Kanal. selbst die falsche Wählung. Kanal. Mit dem Hier lege ich Kardinal eine können wir nicht Pause ein, verhandeln, mit mein dem Herr. Kardinal wahrscheinlich auch nicht, der Euren wird nicht so viel Befehl? mit uns reden wollen. So, da dürfen Wie wir nun gnädig der sein, Welt? ne? Was Abis, möchtet alles ihr noch was. denn Schön, mir dass ich mir so einen bewilligen? Scheiß merken kann, das ist wirklich schön. Neutral für 13 Runden und dann erklären die mir automatisch einen Krieg oder was? Keine Ahnung. Also, Karteninformationen Das klingt nicht nach akzeptiert. weiteren Vorschlägen. Bündnis. Wir hören Großzügig. zu. Ihr Revolte Scheiße, das wollte wirklich ich eigentlich nicht. gar nicht. Da Jetzt ist haben die mit noch dem. eine Idee. Ah, ich wollte Handelsrecht. Sicher hören wir zu. Ihr scheint sehr verständig. Okay, jetzt haben wir halt ein Blende Bündnis Worte. mit Venedig. Schön. Selbstverständlich, mein Herr. Ah, Hier das wird werde gerade ich. hart Was wünscht verklickt. ihr? Was war das eben? Bündnis gekündigt? Ich soll das auch mal lesen, bevor ich es weg. Nee, das ist alles noch. Ja, wie sieht's denn hier überhaupt aus auf der Welt? Da ist noch nicht viel. Ist auch mit Krieg noch nicht so viel. Also, es wird jetzt gleich der erste sein, den ich hier vom Zaun breche. Ah, jetzt ist das fertig. Ah, scheiße, ich hätte. Ah, Mist, 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 Mist. Echt, ich sollte mich mehr organisieren. Das ist ja Es ist mir eine Ehre, euch alles zu dienen. sehr katastrophal. Ja, und so weiter. Ja, kleine Kapelle können wir, denke ich mal, auch hier hinstellen, dass wir hier mehr Christen reinbekommen an der Stelle. Ja, mein Herr. Wie sieht's denn jetzt hier eigentlich aus? Was hat er gesagt, wie viel er haben möchte? Wo sehe ich das denn? Ich denke bei Papst oder wie, ne? Der Papst? Stammbaum, Schriftrolle, Kardinalskollegium. Wo sehe ich denn, welchen Auftrag der mir Kollege mir erteilt hatte? Nee. Nein. Auch nicht. Ja. Das muss auch irgendwo zu ersehen sein. Ah, jawohl. 68, das heißt, das haben wir auch gleich erreicht. Gut. Ja, machen wir erstmal weiter. Ja, da wird es dann mit Sicherheit Keile geben mit Mailand, vielleicht auch mit dem Reich. Da sieht man, da, die haben da unten auch eine Stadt. Da werde ich mich dann zeitig entscheiden müssen. Was ist denn jetzt da oben auf einmal alles aufgedeckt worden? Ach, das sind die Diplomaten von denen, wo die gerade rumschwören. Durand de Elche. Also der Elch, der ist 22 Jahre alt, der kann eigentlich auch nichts. Doch beim Angriff kann er ein bisschen was, aber er ist zumindest jung, wird viele Nachkommen zeugen, also machen wir das so. Ja, der Papst möchte einen Kreuzzug starten und er möchte nach Jerusalem. Das. Die Bibel mag den Frieden predigen, Hören wir doch uns wenn das erstmal an. Christentum an sich in Gefahr ist, ist es eines jeden Christen Pflicht, alles Heilige zu verteidigen. Seine Heiligkeit der Papst hat einen Kreuzzug ausgerufen, das gelobte Land von den Ungläubigen zurückzuerobern, die christlichen Pilgern die Reise zu den heiligen Orten verweigern. Die Armeen des Christentums müssen endlich ihre Differenzen beilegen und sich unter einem Banner vereinen, im Zeichen des Kreuzes, Gottes Kindern zurückzugeben, was rechtmäßig ihr ist, oder bei dem Versuch zu sterben. Ja, Mensch, genau so sind die damals mit Sicherheit durch die Gegend marschiert. So, nicht anders. Ja, ich sag mal so. Wir werden dieser Aufforderung wohl indirekt nachkommen, indem wir hier unseren eigenen kleinen Kreuzzug vom Zaun brechen. Allerdings mit dem Kollegen da möchte ich mich eigentlich nicht unbedingt behängen. Das ist zum einen ewig weit weg. Hafen, Schiffe haben wir auch nicht. Könnten wir zwar bauen, aber bis wir da sind. Also, das ist mir ziemlich egal. Da nehme ich lieber in Kauf, dass er mich dann nicht mehr so mag, der Papst. Auch wenn das natürlich auch nicht das Allerbeste ist, was einem passieren kann.
Nur wenige Ereignisse lösen einen solchen Prunk und festliche Frivolität aus wie die Hochzeit zweier Adliger wie dieser beiden. Möge ihre Einheit fruchtbar sein für die Zukunft unseres Volkes, das wünsche ich ihnen auch. Und die kriegen auch noch eine Katze mit nach Hause und eine Bibel und dann läuft das. Hoffentlich. So, Papststaat. Siehste, da haben wir gerade die Beziehung zum Papst verbessert, dann können wir das ja dann bei der Gelegenheit gleich nutzen, um die dann beim Kreuzzug wieder zu verprassen. ja. Apropos Papststaat. Wolltet ihr? Soll ich jemanden aufsuchen? Reichsprinzessin, darf ich mit der verhandeln? Welchen Vorschlag habt ihr zu machen, mein edler Herr? Ich hätte zum einen gern Handelsrecht, Karteninformationen. Nein, das wird nicht passieren. Ich denke doch, dass das passieren wird, oder ich bringe euch alle um. Ja gut, dann versuchen wir es mal so. Das Reich würde nicht wollen, dass ich das annehme. Ja, dann handeln wir vielleicht wenigstens miteinander, wenn das Reich das... Oder will das das auch nicht? Glaubt ihr, eine Frau merkt nicht, dass das Erpressung ist? Ja, wie Erpressung? Das ist eine Enttäuschung. Aber mein Herr, dort kann ich nicht hin. Okay. Das ist nicht ja genau, wir wollten mit den Dänen noch reden. Da können wir sicherlich auch ein Handelsrecht abgreifen. Worüber möchtet und ihr noch wir können verhandeln? Vielleicht auch Karteninformationen bekommen. Kein schlechtes Angebot. Auf Wiedersehen. Das ist doch in Ordnung. So. Aber mein Herr, dort kann ich nicht hin. Ah, so. Es wird Zeit, dass wir diese Befehle, Ungläubigen hier vernichten tun. Machen und so weiter. Was sind das hier für eine? Portugiesischer Kardinal. Naja gut, uns soll es zum Vorteil gereichen. Denn damit verbreitet er ja das Christentum in diesem wunderschönen Städtchen, das bald unser Städtchen sein wird. In diesem Sinne, Heureka, Vorwärtsmarsch. Wir haben auch einen Spion, das Ding ist offen. Und deshalb greifen wir direkt mal an. Automatik. Wir haben sage und schreibe 33 Männer verloren. Also der Alfonso, der weiß, was er macht. Der Napoleon seiner Zeit. Lobet den Herren. Hier könnte man jetzt sogar mal drüber nachdenken, ob man dieses Ding nicht irgendwie ausradiert oder sowas. Einfach um diese böse, falschgläubige Bevölkerung ein bisschen zu dezimieren. Na gut, machen wir mal lieber nicht. Ortswache, Diebesgilde, Trampelfahrt, Razzien, Rennstrecke, Stierkampfarena. Mhm. Okay, Kirche. Kirche brauchen wir auf jeden Fall. Und dann reparieren wir nochmal diesen lustigen Spaß da. Wie sieht's denn hier aus mit Ausbildung? Können wir da... Können wir im Moment nicht. Ja, okay. Davon war ja fast auszugehen, dass die uns jetzt nicht mehr allzu sehr mögen. Hier brauchen wir nochmal das. Schmiede, Schmiede, Schmiede. Rodung. Ich mache jetzt erstmal den Hafen, den hatte ich mir schon länger vorgenommen. Priester wäre vielleicht auch noch eine Maßnahme. Machen wir mal hier, das ist ja relativ nah am Geschehen. Dann haben wir jetzt hier 64%, 68 waren es, die wir gebraucht haben. Herr! Wieso darf ich mich jetzt hier... Ja, mein Herr. Hm, okay. Hier werden wir dem Feind egal entgegentreten. Habe ich noch Bewegungspunkte? Ein paar. Ich könnte also überlegen, ob ich nicht direkt weiter marschieren möchte. Lassen wir die einfach hier und schlagen direkt die Kollegen da. Was sind hier die größere Armee? Ich glaube, das hier. Ne? Ungläubiger. Wenn ich euch erwische, nützt euch euer Titel überhaupt? Gott ist mit uns, Männer. In die Schlacht. So, und das ist jetzt auch mal eine Schlacht, die, auch wenn ich das nicht eigentlich nicht muss, die ich mal selber schlagen werde. Ziehen wir in die Schlacht. Und zwecks dessen müsste ich auf diesen Button klicken. Einfach, weil ich versuchen möchte, den Typen umzubringen. Das scheint mir nämlich da ein relativ hoher Macker zu sein, wenn nicht gar der Chef. Und der darf dann ruhig mal ins Gras beißen. So. Jetzt bin ich gespannt auf die Steuerung, weil ich habe da noch nichts umgestellt. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich immer irgendwas umgestellt hatte, weil ich überhaupt nicht klar gekommen bin. Geht, heißt die Truppen feuern. Shakespeare, Hamlet. Positionierung starten. So, kann ich jetzt hier... Jawohl, das funktioniert. Oh, es ist schwerfällig. Yes, das ist Maria. Bei COH wäre ich jetzt schon einmal über die ganze Karte. Egal. Also, der war ja, glaube ich, ohnehin ziemlich überlegen. Ich habe ohnehin... Ich habe auch ausschließlich Kavallerie. Oh. Stopp. Wie kann ich? So kann ich. Hallo? Dann müssen wir das doch... Konnte man nicht auch irgendwie alle eines Typs... Ah ja, genau, so ging das. Ja,
so und so und die hier hin und dann rennen wir einfach geradeaus drauf und bringen alles um. Also hochgradig taktisch das Ganze im Endeffekt. Schneller hätte ich gern, schneller. So, das ist auch nur er oder wie? Ja, ist nur er. Also der Plan ist einfach drauf und wo ist denn der Kollege? Ah, verdammt. Links oder rechts? Das sieht relativ normal aus. Das da sieht irgendwie besonders aus. Also der da ist es. Auf den da. Und los, Galopp. Ach, das waren ja Fernkämpfer. Richtig. Egal. Also im Single dürfte er schon mal sein. Ich habe keinen Überblick, was hier eigentlich los ist. Die kriegen ja ganz schön drauf. Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Oh, die machen die Römer ganz schön auf, sage ich mal. Hier. Sei gepriesen. Unser Feind hat nicht mehr den Mut. Jawohl. Und da fällt er. Und genau da wollten wir ja auch hin. Das war ja ganz schön verlustreich. Wird den Sieg, den wir und hier fallen auch noch welche um aus Regen oder. 106 Männer. Da sieht man nochmal den Unterschied zwischen diesen automatisch entschiedenen Schlachten und denen, die man selber kämpft. Also man würde eine Burg auch niemals erobern und nur 33 Leute dabei verlieren. Ne? Und hier bei dieser Kümmerschlacht jetzt 106 Leute verloren, also locker mal das Dreifache. Das ist unverhältnismäßig. Meiner bescheidenen Meinung nach. Okay. Aber auf der anderen Seite ist eben die... Chance wesentlich geringer, die wirklich zu töten, wenn man dann diese automatisch... So, jetzt kann ich mir richtig fett Geld verdienen, indem ich ihn freilasse. Ja, der Sultan wird bezahlen. Ja, tu das nicht. Genau, jetzt kann ich mir überlegen, ob ich ihn abschlachten lasse. Ich würde ihm aber ein Lösegeld... Davon könnt ihr profitieren. Ja, genau, ich würde ihm jetzt mal ein Lösegeld anbieten. Hat er leider abgelehnt, dann bin ich leider gezwungen, den Kollegen umzulegen. Hab trotzdem bekommen, was ich wollte. Ja, und alles ist gut. Mehr oder weniger. Ihm geht es natürlich nicht mehr so gut. Beim ersten Sonnenstrahlen marschieren wir weiter. So. Ja, mein Herr? Hier hat man schon so weit bewegt. Ja, Rom hätte ich ja nicht gerne mal gespielt. Das ist bestimmt ganz lustig. Einfach aus Prinzip. Herr? Jo, dann beendigen wir mal die Runde. Was machen die da? Ach, der will jetzt wahrscheinlich Frieden, oder wie? Das dürfte ein Diplomat sein. Wir müssen unsere Differenzen beilegen und reden. Ich denke nicht, dass wir das müssen. In Ordnung. Inshallah. Unsere Verhandlungen sind zu Ende. Das ist absolut richtig. Die haben aber, glaube ich, auch hier in Nordafrika noch ein bisschen was, die Mauren. Also, ich bin die da noch nicht los. Aber zumindest gehört mir schon mal Spanien an der Stelle. Und wenn mir Spanien gehört, dann können wir auch gerne über den Frieden reden. Werden Sie ehrenhaft bekämpfen, Herr. Gott segne diese Belagerung, mein Herr. Yep. Die Armee meldet sich zur Belagerung, Herr. Priester. Genau, der ich Priester, der kommt jetzt mal hier runter. Boah, der ist natürlich richtig wenig katholisch. Wie ist hier jetzt der Stand in Sachen Katholizismus? 67% fehlt noch eins. Ja, mein Herr. So, genau, der muss jetzt dann hier auch mal weg. Und er ist krepieren gegangen, perfekt, genau da wollten wir im Endeffekt hin. Lobet den Herrn, er hat uns Reden ist Silber, kämpfen ist marschiert. Gott ist dann mit uns, besiegen wir die Rebellen auch gleich noch. Jetzt hoffe ich, dass der noch in die Stadt reinkommt, nicht dass Gott da dann Aufruhr ausbricht. Den Sieg geschenkt. Und ich sehe auch, ich bin schon wieder leicht über der Zeit, also sage ich an dieser Stelle das übliche Ciao, Ciao und bis zum nächsten Teil. Auf Wiedersehen.